Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Project Zomboid. Und jetzt nach 2 Monaten und 14 Tagen wird mir gesagt, wie ich überleben kann. Okay, das ist aber nicht rennen. Ach Quatsch. Aufladen und schwingen, suche nach was. Ach, danke. Das kennen wir alle schon. Craften so und so. Vermeide Spanner. Koche es. Wow, läuft eigentlich ganz gut. Geschicktes Plündern, das goldene Sortieren der. Ja, ist mir schon klar. Wetter war das letzte, genau. Nein. Ja. Ich weiß gar nicht, warum das plötzlich wieder da ist. Genauso das hier. Hat sich hier irgendwas geändert? Sieht nicht so aus. Ich weiß nicht mehr, was ich zuletzt gemacht habe. Wir sind gut beim Kochen dabei, das ist super. Uns geht's auch gut. Weiß ich jetzt auch nicht, warum das jetzt alles ein bisschen anders ist. Ach so, ich wollte eigentlich mal gucken, wie ist denn eigentlich mein Gewicht ist am sinken, das ist aber blöd. Ey, okay, wir haben Pilze, Eiscreme und so ein Mist. Habe ich denn noch irgendwas? Eine Bratpfanne habe ich dreifach im Inventar. Ach so, ich hatte keinen Platz mehr, ich erinnere mich. So, ich hätte gerne ein paar Schüsseln. Schüssel. Dann kochen wir doch noch ein bisschen, weil wir das so schön können. Und ich muss mir Gedanken machen. Nee, so wollte ich nicht. Roten Bären bringen nicht die Welt, aber sie helfen beim Überleben. Erstmal wieder reinkommst. Ist schon ein bisschen her, dass ich aufgenommen habe und ich glaube, die heutige Folge kommt auch später. Ich habe noch ein Rad hier im Rucksack, warum auch immer. Wird schon seine Gründe haben. Und ich habe mal nachgeschaut. Hey, warum? Das habe ich da gerade schon mal weggemacht. Aber nicht hinterfragen. Windhof und seine Probleme. Also ich könnte ja mit bestimmten Sachen... Ich bräuchte 2400 Hagebutten, um den Winter zu überstehen, kalorienmäßig. Oder 2600 Weinblätter. Oder 2880 Frösche. Da das alles nicht so wirklich rentabel ist... Muss ich schauen, wie ich durch den Winter kommen werde. Aber ich habe echt viele Sachen auf jeden Fall. Zur Not werde ich diesen Winter auf sowas hier zurückgreifen müssen. Ich glaube, ich habe es letztes Mal geplündert, wenn ich mich recht entsinne. Wie geht's denn meinem Baseballschläger? Der ist noch gar nicht so schlecht. Und ich erinnere mich, wir hatten nämlich langsam, mussten wir Wasser nachfüllen. Wasserstand ist aber noch gut. Mir hat jemand gesagt, er möchte doch, ich sollte im Haus einen Wasserkanister aufstellen. Macht eigentlich auch Sinn, aber ich sehe den Bedarf irgendwie gerade nicht. Kann mir nicht helfen. Dieses blöde Auto, es hat mich das einmal umgebracht, weil es nicht angesprungen ist. Gehe ich nicht mehr davon aus, dass ich noch Großes finden werde. Hoppala, bin ich über dich drüber gefahren. Mein Fehler. Ich bin Helikopterelternteil. Ach so, mein Kind muss keinen Zentimeter zur Schule laufen. Da fahre ich lieber andere Leute um. Die traurige Wahrheit ist, dass es leider wirklich so ist. Hallo und tschüss. Nichts Schönes.
Kann ich noch ein bisschen schleichen üben? Denn wir kriegen Erfahrung fürs Schleichen, solange wir denen hinterherlaufen und nicht entdeckt werden. Ja, genau. Das hat gesessen. Und dieses eine Haus, was wir hier gefunden haben, von dem ich nicht mehr weiß, wo es ist, war ein Safehouse, schätze ich mal. Denn hier waren unheimlich viele Rohstoffe drin. Oh, hallo. Ich bräuchte mal was für Meister. Hier war ich durch, oder? Nee, ich war noch nicht durch. Drei Schrotflinten. Und die eine Schrotflinte hat sogar eine Mündungsbremse. Dieses Haus hier ist voll die Goldmine. Antidepressiva, Bandagen, ein Erste-Hilfe-Kasten, Pflaster, Schmerzpillen, alles, was man eigentlich so möchte. Sogar das Wasser funktioniert aus irgendwelchen Gründen noch. Die ich nicht verstehe, aber es funktioniert halt noch. Warte mal, ist doch noch was, oder? Was ist das? Keine Ahnung. Sieht aus wie ein Mülleimer, ist aber keiner. Weiß ja, was hat er denn oben? Okay, hier liegt eine tote Frau. Hier liegt noch jemand tot. Das... Die waren auch schlau genug, das abzuhängen. Offenbar waren die Leute, die hier drin gestorben sind, ein bisschen intelligenter als der Rest der Welt. Ein Schulranzen, okay, der bringt uns gerade nichts. Bücher. Fischen für Meister. Ja, das nehme ich auf jeden Fall schon mal mit. Auch wenn ich es wahrscheinlich ewig nicht brauchen werde. Ich brauche diese Meisterbücher. Die ist halt leider unverzichtbar. Ein Billardkö, den nehme ich garantiert nicht. Denn diese Dinger sind kacke. Wenn ich jetzt keine andere Waffe hätte, würde ich sagen, ja super. Ach, hier waren mehrere Leute drin. Und ein Videospiel. Ich glaube, das kann man auch zerlegen. Und noch ein Videospiel und ein Baseballschläger. Gut. Wenn ich einen Hammer habe, kann ich noch einen mit Nägeln herstellen. Und Munition, die nehme ich auch mit. Kann man den ausrüsten? Tatsächlich, ich kann einen Regenschirm ausrüsten. Kann ich mit einem Regenschirm rumrennen wie Mary Poppins. Super. Ui. Die haben wirklich den gleichen Mist abgezogen wie ich. Erstmal alles mit Essen vollstopfen, was irgendwie reingeht. Danach schauen wir weiter. Und Schrotflinten ohne Ende. Ich kann gar nichts mehr aufnehmen, weil ich einfach so überladen bin. Dieses Haus ist super. Ich brauche noch so ein Haus. Ich brauche noch so ein Safehouse. Vielleicht finde ich da ja was Besseres. Wo kommst denn du her? Warte, ich komme ganz langsam zu dir gelaufen, ja? Der hat mich gehört. Das hat ihn aber nicht viel genützt. Oh, die sieht irgendwie chinesisch aus wegen diesen Haaren. Die war bestimmt mal ganz hübsch, die Frau. Oh, sie hat Schmerzpillen dabei. Jetzt sind es meine Schmerzpillen. Moment, wo ist mein Auto? Ach ja. Und diese Schmerzpillen werden mir einen wunderbaren Abend einbringen. Geh weg. Der mich gesehen hat, der kommt nicht auf mich zu. Verschwinde! Sag mal, wieso gehen die auf mich zu? Das gefällt mir nicht. Ich will hier bloß mein Hundefutter in die... Hä? Ach so, ja, ich kriege ja Schaden. Weil ich total überladen bin. Ich wollte gerade sagen, bin ich jetzt etwa gebissen, aber... Nee.
Nö, die hat nichts Nützliches dabei. Typisch für die Frau. Der erste Hilfekasten wiegt auf, und wer weiß wie viel. Fischen für Meister ist sogar sehr gut. Und Müsli und... Oh, diese Schrotflinten. Die wiegen doch drei, oder? Ja. Die können schön mal da rein, denn die nehmen wirklich den meisten Platz ein. Ich habe gerade Dose mit Maus gelesen. Was? Das ist eine blöde Schrotflinte. Die packst du da rein und fertig. Warum dauert denn das so lange? Schnarch. Aber mein Körper müsste ja schon wieder heilen. Oh ja, wir haben ein bisschen Schaden davon getragen. Gut. Das Haus hat man immer noch nicht ausgeräumt. Was? Wo kommst du her? Das Mädel. Der hat mich wahrscheinlich gehört. So. Nochmal 15 Kilo Essen. Und Schrotpatronen, super. Damit mache ich mir einen schönen Tag. Mache ich wirklich. Ich esse erstmal den Obstsalat, denn irgendwie bin ich stark überladen. Ich kann es mir nicht erklären. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ich so ein bisschen heile, wenigstens erstmal wieder. Kann ich auch noch was rausnehmen? Oh, tatsächlich eine Kochzeitschrift, aber die habe ich schon gelesen. Aber die normale Zeitschrift, die vertreibt mir wenigstens die Zeit im Winter. Genau dafür macht man das übrigens. Diese ganzen, klar, Lebensmittel, aber diese ganzen Zeitschriften und alles, die braucht man tatsächlich. Warum? Hat da nicht mal mehr reingepasst? Ich habe nicht mal ein Auto da, ein Haus da reingekriegt. Ist ja wunderbar. Das Haus war so voll gestopft mit Zeug. Dich hab ich gesehen. Ach du meine Fresse. Nein. Nein, 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 das ist sogar noch schlechter. Die Axt kaputt. Okay. Geht einfach mal so die Axt kaputt. Der Baseballschläger kaputt. Gut, die Axt erspart. Den Zimmer mal im Haus. Und auch den Massenmörder. Oh, ein Schlüssel. Der kann in meine Schlüsselsammlung kommen. Sehr schön. So, was haben wir denn hier? Chips nehme ich mit und das ganze Essen nehme ich natürlich sowieso mit. Einen Kochtopf brauche ich jetzt noch nicht unbedingt. Das Küchenmesser hätte ich gern. Ein bisschen was von dem Zeug brauche ich nicht. Ah, Kartoffelsaatgut. Das finde ich super. Und eine tote Ratte, die vergammelt ist, die nehme ich auch mal mit. Und ein bisschen Huhn, das vergammelt ist, das ist bestimmt auch noch gut. Nicht gut zu essen, aber man kann es immer noch auf den Kompost schmeißen. Und ein Teebeutel. Ah, oh, so ein Mist, das sind Eierkartons gewesen. Naja, jetzt nicht mehr. Und Erbsen, warum nicht? Ich brauche eh Dünger. Ein Seil ist sogar gut. Die Batterie brauche ich nicht wirklich. Ich habe so... Oh, Seife. Seife ist auch sehr wertvoll. Die gibt es nämlich auch irgendwann nicht mehr. Ich bräuchte aber so dringend mal die passenden Bücher. Ui! Boah, das war eine linke Nummer. Die ist zu blöd, um das Bett zu laufen. Oh, eine Topfpflanze, das hat irgendwie Stil. Hallo. Sag mal, warum ist dieses Haus so verseucht?
Ja, die ist mir auch schon aufgefallen. Danke für den Hinweis. Spielkarten. Zeitschrift, ehrlich gesagt, Zigaretten. Habe ich eine Zeit lang gesammelt, aber ich brauche sie nicht. Oh, den Comic nehme ich gern. Und auch das Haarspray kann ich ganz gut gebrauchen und die Zahnpasta sowieso. Da könnte ich noch ein paar Aerosolbomben machen. Kopfkissen und Wecker. Den Wecker kann ich nicht zerlegen, also brauche ich ihn nicht. Das Zeug allerdings kann ich zerlegen. Ja, die kann ich nicht zerlegen. Wow! Wie unglaublich viel wir aus diesen Häusern hier noch rauskriegen, oder? Und wie unglaublich langsam ich nur laufen kann. Ich lasse das mal lieber. Ich habe eigentlich gedacht, okay, dann räumst du jetzt zwei, drei Häuser aus. Eins ist es geworden. Das ist jetzt nicht die Welt, aber immerhin. Oh, der hat mich auch noch entdeckt. Und ich kann gerade nicht kämpfen, sehe ich gerade. Wo ist meine Axt? Wo ist meine Axt? Lass mich flüchten, ja? Okay, jetzt bist du tot. Stirb. Stirb. Ich bin zu erschöpft. Ich mach keinen Schaden mehr. Hör auf, die Straße voll zu bluten. Oh ja, du kannst kaum rennen. Das ist nicht gut. Ja, wenigstens ist das Auto gleich angesprungen. Upsi! Hab dich aus Versehen überfahren. Aus Versehen mit Absicht. Oh, hier liegen aber ganz schön viele. Ach! Hier habe ich ja in den letzten Folgen ein bisschen rumgeschlachtet. Das fällt mir gerade ein. Ich meine, hier hat jemand ganz viele Leute getötet. Naja, ich muss nach Hause. Ich habe ein bisschen Schaden genommen. Reizt mich gerade irgendwie mit voller Lucht gegen meine eigenen Befestigungen hier zu fahren. Ob sie das aushalten würden? Wahrscheinlich schon. Ob ich Schaden nehmen würde? Garantiert. Richtig viel, schätze ich mal. So, ist da wieder Kompost drin? Ah ja, da ist wieder Kompost entstanden. Und für die Leute, die es immer noch nicht wissen, die gehören da aber nicht rein. Kompost entsteht, indem wir vergammelte Sachen da reinlegen. Oh, die schöne Zitrone, der schöne Schmelzkäse. Alles verrottet. Und ich glaube, mir fällt gerade ein, ich hatte eigentlich gar keinen Platz mehr. Ich wollte eigentlich erst Kisten bauen. Habe ich ja wieder toll hingekriegt. Ich muss jetzt aber erstmal was essen. Ich habe schon genug Schaden gekriegt, schätze ich mal. So, wo ist denn meine Schüssel? So. Ja, und durch dieses viele schwere Rumgetrage verlieren wir auch ordentlich Kalorien. Das ist natürlich nicht schön für unseren Körper. Ich schaue mir dann gleich noch ein paar. Ich mache da gleich Bretter draus und dann schaue ich mal, ob ich auf die Kisten tatsächlich noch mal eine Kiste draufpacken kann. So, ist hier noch ein Hammer drin? Da nicht. Da könnte eine drin sein. Da ist ein Hammer, super.
Und Nägel auch. Super. Bauen, Holzkiste. Ja, das geht. Sehr schön, dann machen wir das natürlich. Warum geht das hier nicht? Da geht's. Ah, damit aber geht's doch. Hä? Okay. Ich hab gehofft, dass es funktioniert. Okay, dann packe ich hier erstmal diese Sachen rein. Das sind alles Sachen, die uns dann später. Ach, das waren Karotten, keine Kartoffeln. Ich wollte sagen, warum ist das nicht gesteckt, aber. Ganz tolle Sachen. Ich hätte eigentlich Lust, noch mehr zu bauen. Ich hab noch Baumstämme, doch. Denn ich brauche tatsächlich noch mehr. Die ganzen Waffen muss ich ja auch irgendwo unterkriegen. Ich sehe gerade, ich habe da oben wahrscheinlich einen Vogel gefangen. Warum auch immer. Baumstamm, Baumstamm. Die Küche könnte ich bauen, aber bauen wir doch erstmal hier noch was rein. Nein, nein, das solltest du nicht bauen, du Idiot! Was machst du da? Ach, was für ein Volltrottel! Das sollte er nicht machen. Aber was brauche ich denn da? Eine Säge. Ja, geh rum, das macht sehr viel Sinn. Auch schön, der baut die schneller zusammen, als er es auseinandernimmt. Volltrottel. Geht doch. Sehr schön, da kann ich dann solche Sachen reinlegen. Kann ich auch die Säge da reinpacken und den Hammer? Säge. Haben wir noch irgendwo? Ich suche doch nur den hier. Morgen muss ich dann gucken, dass wir mal wieder ein bisschen Essen suchen. Da ist sogar noch was drin. Sechs Radios.
müsste doch eigentlich alles gehen, oder? Ah, sag ich doch. Ich würde mich freuen, wenn es bald wieder regnen würde. Dann wird es hier wenigstens mal ein bisschen besser gehen. So, da können wir die ganzen Sachen reinpacken jetzt. Ne, das Buch nicht, die Büroklammer. Die Schrotflinte kann da rein. Eigentlich kann die Seife da auch rein. In dem hat gerade was geknackt, aber keine Ahnung, was das war. So, und hier. In dieser Kiste ist auch noch sehr viel Platz für Lebensmittel jetzt. Ja, ich weiß, mein Körper leidet darunter, aber das ist jetzt so. Dann sind die Kisten aber auch schon wieder voll, schätze ich mal, wenn ich das alles eingelagert habe. Fertiggerichte, die kann ich irgendwann mal kochen. Die sind ehrlich, aus meiner Sicht sind die nicht so wichtig. Erstmal drüber freuen, dass man sie hat. Egal wie sie schmecken. Fertiggerichte können auch sehr lecker sein. Da will ich nicht sagen, dass sie von vornherein schlecht sind. Dass sie vielleicht nicht gesund sind, das ist eine Sache, aber die können auch lecker sein. Da geht noch so einiges rein. Die könnte auch super rein. Oh, der Ersthilfekasten ist voll. Das ist eigentlich ein super Ersthilfekasten. Ich nutze ihn bloß nicht. Ach, ich bin immer noch überladen. Bis wann geht denn der Wecker eigentlich? Wo habe ich einen Wecker stellen? Das passt ja. Ich kann mich morgen um den toten Vogel kümmern. Okay. Alter, der Vogel ist total verpackt. Es ist ein Vogel aus der Hölle und wieso schlafe ich immer noch? Der Wecker war doch an. Oh, hoppla, doch nicht. Okay. Übrigens haben wir 3,5 Monate Zeit, bis es losgeht. Ist der Vogel etwa abgehauen? Nee. Ich wusste gar nicht, dass ich überhaupt noch was drin hat an Ködern. Auf jeden Fall sollte ich die Würmer eigentlich sparen für den Winter. Ich meine, es ist zwar nett, dass wir den Skill jetzt so hochkriegen. Aber die Würmer kosten nicht viel und bringen halt im Winter eine Menge. Macht eigentlich mehr Sinn, dass wir das nicht alles jetzt verschießen, unser Pulver. Haben wir nichts gefunden? Doch. Oh ja, die Pilze müssen nämlich gegessen werden. So, Elektroschrott und Co. müssen raus. Oh, hallo.